Dann starten wir mal direkt mit der wichtigsten Frage. Wie geht's dir eigentlich von der Skala 1 schlecht bis 10 gut? Soll ich nur zählen? Mir geht's sehr gut. Keine Probleme, alles super soweit, Vorbereitung ist gut gelaufen. Privat ist alles super. Von daher eine 10. Sehr schön zu hören. Ja, der Gemütszustand hängt auch immer ein bisschen mit der Vorbereitung zusammen. Die nächste Frage wäre, wie lief denn generell so die Vorbereitung? Was würdest du der Vorbereitung für eine Zahl geben? Schwer zu bewerten. Ja, goldene Mitte. Mitte ist dann wahrscheinlich 6, 5, 6. Ja, gebe ich mal eine 6 von 10. Ich denke, dass die Vorbereitung ganz okay war. Ich denke nicht, dass es eine sehr gute Vorbereitung war, wenn man die Spiele betrachtet, dass wir da nicht ganz zufrieden sind. Ich denke, das ist aber auch ganz klar, nach den Spielen wurde ja schon was dazu gesagt immer. Und deswegen sage ich, war die Vorbereitung, was die Resultate angeht, okay. Aber im Endeffekt ist es trotzdem eine gelungene Vorbereitung, weil man viele Erkenntnisse sammeln kann. Und ich meine, im Endeffekt kommt es sowieso auf den Start dann an. Schon Vorbereitungen erlebt, wo man jedes Spiel überragend spielt und alles läuft perfekt. Und dann ist der Start leider nicht genauso. Und andersrum auch. Von daher denke ich, man sollte sich da jetzt nicht zu viel draus machen oder zu sehr drauf versteifen. Aber ja, das ist so meine Einschätzung. Okay, und dann nehmen wir uns doch nochmal mit, jetzt so kurz vor Start in die Pflichtspielphase. Am Ende der Vorbereitung, wie satt bist du generell von der Vorbereitung jetzt auf einer 1 wenig satt bis 10 sehr satt? Also. Gut, da sage ich mal eine 10. Es hat gar nichts damit zu tun, dass ich keinen Bock mehr auf Vorbereitung habe, sondern dass man sich einfach extrem auf die Saison freut und dass einfach Pflichtspiele auch deutlich mehr Spaß machen, ne? Wenn es wieder um was geht, so die ganze Spannung, die ganzen, also wie eine Woche so verläuft und so. Und ja, ich freue mich einfach extrem auf die Saison und deswegen würde ich sagen 10, dass ich froh bin, dass die Vorbereitung zu Ende ist. Dann nehmen wir die 10 direkt mit für die nächste Frage. Wie sehr freust du dich jetzt auf die Bundesliga und ja, auf den Auftakt dann in ein paar Tagen gegen Eintracht Frankfurt, so wenn du uns da nochmal mitnehmen würdest? Ja, das passt ja dann genau rein. Also würde ich auch 10 sagen. Ich glaube, wenn man sich da nicht drauf freut, dann macht man irgendwas falsch. Ich denke, es ist klar, dass man sich da extrem drauf freut, dass die Saison losgeht, eine besondere Saison losgeht. Und da ist schon die Vorfreude sehr groß. Hast du für dich persönlich irgendwie schon so eine Art Ziel, vielleicht messbar an Toren oder Vorlagen, die du in der Bundesliga starten willst, vielleicht auch mit den Zetteln antworten? Was wäre so für dich der Anreiz, das will ich knacken? Ich habe für mich selber immer meine Ziele vor der Saison, aber ich habe die noch nie kundgetan, weil ich die so für mich immer habe. Und deswegen auch in diesem Jahr, ne? Also ich habe meine Ziele, das ist natürlich klar. Ist auch klar, dass man nicht schlechter sein will als vorher, dass man die Ziele immer ein Stück nach vorne schiebt. Und so ist es auch dieses Jahr. Okay, dann für die, die es noch nicht wissen, wobei es ja wahrscheinlich schon alle wissen, du hast die Nummer gewechselt, bist von der 29 auf die 17 gegangen. Kannst du uns da vielleicht noch einmal kurz die Beweggründe erklären? Das ist einfach eine Gefühlssache. Also die 29, gut, als ich gekommen bin, waren nicht so viele Nummern frei. Ja, da hatte ich nicht so viel Auswahl und die Nummern haben mir nicht so gut gefallen. Aber es ist einfach Geschmackssache. Es ist jetzt nicht so, dass ich damit irgendwas Großes verbinde, sondern einfach so, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich da wechseln kann, das hatte ich damals schon gesagt, im Sommer, wenn ich die 17 haben kann, würde ich die nehmen. Weil damals ging es dann nicht und da das jetzt funktioniert hat, habe ich dann die Nummer gewechselt. Okay, dann lass uns abschließend jetzt nochmal auf das Montagsspiel gegen Rot-Weiß Essen gucken. Du hast eine Essener Vergangenheit, hast da lange Zeit gespielt. Auf einer Skala 1 bis 10, wenig bis viel. Wie sehr hängt dein Herz noch an Rot-Weiß Essen? Wie sehr verfolgst du diesen Verein noch, wenn du vielleicht wieder mit den Zetteln. Ja, würde ich sage ich mal 8. Also auf jeden Fall schon hoch. Ne, also was das angeht, ich hatte eine sehr, sehr schöne Zeit in Essen, auch eine sehr schwierige Zeit. Ich hatte schwere Verletzungen und eine bisschen verrückte Dopinggeschichte auch in Essen. Von daher auch eine sehr schwierige Zeit. Ich bin mit 19 bin ich nach Essen gegangen, nach meiner langen Zeit in Bochum. Bin aus der Region, also ich bin aus Bochum, Essen direkt daneben, habe sehr viele Freunde in Essen. Von daher ist es zwangsläufig so, dass man da noch dran hängt, sage ich mal, und dass man das nicht vergisst und auch immer ein Auge drauf hat, wie es da läuft und so. Das ist bei mir auch jetzt nicht anders. Und ja, deswegen würde ich sagen, dass es schon ein Stück vom Herzen noch da dran hängt, ne? Also. Okay. Ja, auf dem Papier ist es vielleicht eine klare Sache, Viertligist gegen Bundesligist, aber Essen hat sich
gut verstärkt, da steckt viel Wucht hinter. Was erwartest du für ein Spiel? Eins leicht, 10 schwierig. Ich sag Pokalspiel, definitiv eine 10, was die Schwierigkeit angeht. Ich weiß nicht, also braucht man jetzt keine Floskeln oder sowas raushauen, aber ich glaube, jeder weiß, wie Pokalrunden laufen können und laufen jedes Jahr. Also es ist nicht jedes Jahr eine Ausnahme, sondern es passiert jedes Jahr, dass es Überraschungen gibt. Und Essen ist ein riesen Traditionsverein und hat immer eine ordentliche Mannschaft beisammen und hat immer das Ziel, aus der vierten Liga aufzusteigen. Und so stellen die sich halt auch jedes Jahr auf. Und deswegen sehe ich das Spiel auf jeden Fall als schwierig an. Dass es kein Spiel wird, was man im Vorbeilaufen einfach mal eben mitnimmt und in eine Runde weitergeht oder kommt. Und da würde ich sagen, wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel, aber Kriegt da irgendwie hin. ja, auf jeden Fall. Also ist ja klar, dass unser Ziel ist und dass wir uns das von uns verlangen, dass wir dann eine Runde weiterkommen und die nächste Runde erreichen. Klar, dann damit einhergehend die letzte Frage: Was tippst du? Vielleicht auch noch mal mit den Zetteln antworten, wobei vielleicht tippst du auch nicht oder willst nicht tippen und denkst es Ja. dir nur. Ist bei mir genauso wie meine Einschätzung, was die Saison angeht. Ich bin einfach schlecht im Tippen und ich mache es auch einfach nicht. Aber ich tippe auf jeden Fall, dass wir das Spiel gewinnen werden und dass wir eine Runde weiterkommen. Das ist meine Einschätzung. Sehr gut, dann dafür viel Erfolg und wir sehen uns Montag in Essen. Dankeschön, bis dann. Gerne.